Stop killing us, hört auf, uns zu töten. Es sind mehr, viel mehr als ursprünglich angemeldet, die am Wochenende gegen das Verbrechen an George Floyd protestieren und ein Zeichen setzen wollen gegen Rassismus in Deutschland. Am Tag danach loben fast alle in der Politik die Demonstration und fast alle sind besorgt, wie nah sich die Menschen dabei in Corona-Zeiten kamen. Die, die auf die Straße gegangen sind, sie zeigen einen besonderen Bürgersinn, aber dieser Bürgersinn muss eben auch mit Blick auf Corona gelten. Auf dem Berliner Alexanderplatz tragen die meisten Mundschutz. Nicht eingehalten, aber werden ganz offensichtlich die Abstandsregeln. Ähnlich in München. Die Polizei dort schreitet nicht ein, weil das, Zitat, durch die erheblichen Teilnehmerzahlen und die erwartbaren gruppendynamischen Effekte mit Blick auf die Verhältnismäßigkeit nicht geboten gewesen sei. Heißt, die Polizei wollte Auseinandersetzungen vermeiden. Die AfD sieht darin einen Gegensatz zu den Polizeieinsätzen bei Anti-Corona-Demos. Das verletzt das Grundrecht auf Demonstration. Das gilt für alle gleich, für die Antirassismus-Demonstration genauso wie für die Anti-Corona-Demonstration. Zweierlei Maß bedeutet eine Verletzung des wesentlichsten Grundrechts für die Demokratie, das wir haben, und das ist das Demonstrationsrecht. Welches Recht aber ist wichtiger, das auf Protest oder jenes auf Schutz vor dem Virus? Ich kann an dieser Stelle nochmal deutlich machen, dass das Recht auf Demonstration und die absolut nach wie vor notwendigen Hygieneregeln nicht in Widerspruch stehen, sondern dass man auf Demonstration entsprechende Hygieneregeln auch einhalten muss. Berlin diskutiert die Abwägung von Rechten. Die Entscheidung aber, was geht und was nicht, die müssen am Ende wieder Ordnungsämter und Polizei treffen.